Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und ich teile mir heute die Küche mit meinem guten Kochkollegen Sebastian Kubin, mit dem ich gemeinsam das Vegan-Klischee.de Kochbuch geschrieben habe. Ein weiterführendes Kochbuch zum Ernährungsratgeber Vegan-Klischee.de, diesmal mit jeder Menge Warenkunde aus ernährungswissenschaftlicher Sicht und vieles weitere und natürlich im Kern jeder Menge leckere Rezepte. Sebastian, was machen wir denn heute und was ist denn das Grundkonzept der Hauptspeisen, die wir auch im Buch haben? Ja, wir kochen heute nach dem Baukastensystem oder Prinzip. Das ist sehr, sehr simpel. Letztendlich werden 5 verschiedene Komponenten zusammengestellt auf dem Teller. So ein bisschen im Sinne von Bowls. Und dabei gehen wir immer davon aus, dass 2 der Komponenten sehr, sehr einfach zuzubereiten sind. Da auch gleich im Zuge des Videos noch ein bisschen mehr. Und 3 sogenannte Gourmet-Komponenten dabei sind, die einfach ja, letztendlich kleine Rezeptzubereitungen sind, die aber total unaufwendig sind, was ihr jetzt auch gleich sehen werdet. Aber dafür super lecker trotzdem und insgesamt einfach ein schönes Essen dabei entsteht. Genau, wir haben auch ein Video, wo wir das Baukastensystem noch einmal im Detail erklären, weil das ist durchaus erklärungsbedürftig, von daher gerne in die Videobeschreibung gucken, beziehungsweise hier oben ist der Videolink. Und wir starten mit welchen Komponenten? Ja, legen wir einfach gleich mal los an Gourmet-Komponenten, sprich diese 3 Zubereitungen, die ein bisschen mehr Aufwand bedeuten. Mehr Aufwand in dem Sinn, aber auch wirklich im Sinne von 10 Minuten pro Zubereitung reicht völlig aus. Wenn du starten magst, wir machen mega leckere Tempeh-Buletten, also Tempeh. In dem Fall haben wir jetzt eine gewürzte Variante aus Soja und ja, erzählen wir gleich noch, was mit reinkommt. Einfach mit der Gabel zerdrücken und ich fange schon mal parallel an, die Zwiebel zu schneiden. Die kommt nämlich auch noch mit rein. Großartig. Perfekt. Zum Thema Soja haben wir ja auch schon in den letzten Kochvideos gesagt. Leute haben ja heutzutage immer noch unberechtigterweise, zum Teil zumindest, Angst vor Sojaprodukten aufgrund ihrer Phytoöstrogene, der östrogenähnlichen Komponenten in der Sojabohne. Mittlerweile wissen wir aber, sie sind für alle Menschen abseits der Sojaallergiker ungefährlich und haben sogar gesundheitliche Vorteile, dazu auch mehr im Vegan-Klischee.de Buch. Was sind so deine Lieblings-Soja-Produkte? Ja, also Tempeh ist auf jeden Fall ganz weit vorne, weil ich einfach der Meinung bin, der ist super lecker. Ich habe ein richtig gutes Körpergefühl danach. Der sättigt mich einfach gut. Gibt es in tollen unterschiedlichen Geschmacksvarianten auch. Habe ich immer zu Hause tiefgefroren oder im Kühlschrank. Das ist einfach so ein auf jeden Fall Basisprodukt, was zu Hause sein muss aus meiner Sicht. Tofu aber auch ganz genauso. Ich habe da echt, muss ich sagen, nicht so den Favoriten. Mhm. Das ist einfach schöne Abwechslung drinnen, nicht immer das Gleiche und dann ist es auch immer lecker. So, wie schon gesagt, bei den Zwiebeln auch, wenn wir die Wahl haben zwischen roter und weißer Zwiebel, nehmen wir natürlich immer die farbige Variante, auch beim Quinoa. Wir haben jetzt roten Quinoa anstatt den weißen, einfach weil das jene sekundäre Pflanzenstoffe sind, die wir schätzen und mögen, weil sie eben diese antioxidativen und viele weitere Fähigkeiten haben. Das sucht jetzt ein bisschen vom Induktionsherd, wird dann aber gleich auch ein bisschen mehr verstimmen. Genau, ich habe jetzt nur die Pfanne schon mal ein bisschen erhitzt, weil wir werden die Zwiebeln, das sind die für die Tempeh-Buletten, Zwiebelwürfel fein runterschneiden und dann werden wir die ein bisschen glasig schwitzen. Weil wenn wir die jetzt roh damit reinarbeiten, dann kann es sein, dass wir nachher, wenn wir die durchbraten, diese Buletten oder Pflanzerl, dass halt die rohe Zwiebel noch drin ist und das finde ich persönlich immer nicht ganz so lecker. Es soll Menschen geben, die mögen das. Großartig. Ich bin auch schon so gut wie fertig mit dem Zerdrücken. Als nächstes alle Zutaten, die du mir vorbereitet hast, hier rein? Genau, im Prinzip die Zutaten mit rein. Wir haben Semmelbrösel mit dabei, dann ein Vollkornmehl, ein bisschen Thymian, da nehmen wir nicht alles, ein bisschen Wasser noch als Feuchtigkeit und Sojasauce, das war es eigentlich schon. Aber letztendlich sind da auch von den Zutaten keine Grenzen gesetzt. Wir könnten Miso-Paste mit reinmachen, wir könnten Tomatenmark mit reinmachen. Aber wenn ihr eine leckere Currymischung habt, macht die mit rein. Letztendlich geht es ums Grundprodukt, die Kombination aus einem guten Tempeh. Dann natürlich die Zwiebelchen, finde ich auch ganz wichtig. Und halt ein Bindemittel. Ja, das war es eigentlich schon. Und die Zwiebeln hier, die dünste ich jetzt auch einfach so direkt in der Pfanne, ohne zusätzliches Fett oder Wasser an. Das geht wunderbar. Ich will ja bloß, dass in dem Fall so ein bisschen die Schärfe rausgeht. Genau, wir haben auch die Rezepte in der Videobeschreibung. Wenn man die nochmal nachlesen möchte, dann gerne reingucken. Da haben wir sie aufgeführt und natürlich dieses und viele weitere Rezepte gibt es im Vegan-Klischee.de-Kochbuch. Ja. Wir haben die Rezepte natürlich auch gesundheitlich optimiert. Im Baukastensystem haben wir es so gehabt, so gehalten, dass wir eben die Getreidekomponente haben mit einer Proteinquelle, wie jetzt hier in dem Fall die Tempeh-Buletten, mit einer Gemüse- und Blattgemüsekomponente, sodass man, wenn man einen kompletten Teller nach unserem System anrichtet, wirklich auch von allen Hauptlebensmittelgruppen immer was dabei hat und das Ganze ernährungsphysiologisch auch Sinn macht. So, scharfe Zwiebel, mir steigen schon die Tränen in die Augen. Ja. Bei dir geht's, gell? Geht mal, ich glaube, die ziehen mehr zu dir rüber. Oder bist du noch mehr?
Gut. So, weiter geht's parallel im Baukastensystem. Wie Nico schon gesagt hat, wir haben eine Proteinkomponente jetzt aus Hülsenfrüchte, das ist in der Tempeh in dem Fall. Dann gibt es immer eine Komponente aus grünem Blattgemüse. In dem Fall machen wir einen Palak, einen indischen Spinat. Wir haben hier tiefgekühlten Spinat, habe ich auch immer zu Hause, weil wenn es schnell gehen muss, ganz ehrlich, ich liebe frischen Spinat, aber den erstmal zu putzen und zu waschen, der ist ja sandig, also das braucht einfach ein bisschen Zeit wieder und wenn es schnell gehen muss, hat man die halt oft nicht. Dementsprechend Tiefkühlspinat wunderbar. Und wir wissen ja auch, dass tiefgefrorene Produkte auch vom ernährungsphysiologischen Wert her durchaus mit den frischen konkurrieren können. Vor allem, wenn die frischen schon einige Tage lagern, oft sogar weniger Nährstoffe haben. Von daher kann man sehr gerne auf Tiefkühlware zurückgreifen. Ja, ist auch gerade bei Spinat, sieht man auch oft, oder insgesamt bei grünem Blattgemüse im Supermarkt, das wird oft besprüht, bewässert. Und ja, der sieht dann halt noch frisch aus, aber da hat der TK-Spinat dann halt einfach mehr Inhaltsstoffe. So, Zwiebelchen passen fast. Hier der Topf, den heize ich jetzt auch hoch. Und dann braucht man da die zweite Zwiebelhälfte. Mal, wenn ihr Zwiebeln würfelt oder schneidet, nur als Tipp, halbiert die vorher, dann lässt sie sich auch leichter runterschälen. Und ich nehme immer recht großzügig die äußere Schicht mit weg, weil die wächst da automatisch meistens mit rein. Und ja, letztendlich das Ergebnis davon ist dann, dass man halt irgendwann mal auf so ein bisschen harte Stücke beißt und das macht nicht ganz so viel Spaß. Sind die Zwiebeln schon fertig oder brauchen wir noch? So, die passen. Die können wir mit reinmachen. Danke dir. Hier war ein bisschen Wasser drin, nicht, dass ihr wundert. So. Dann auch ganz wichtig vom Ablauf her, da gehen wir sehr, sehr stark im Buch auch drauf ein. Prinzipiell, was machen die meisten? Man erhitzt den Topf, man macht ein Öl mit rein und dann ist oft der Topf schon zu heiß, sodass der Rauchpunkt vom Öl einfach schnell erreicht wird, sprich es qualmt förmlich. Ja, da entstehen einfach nicht so gesunde Stoffe, da kannst du gleich mehr dazu sagen. Sehr deswegen gerne. Den Topf einfach hochheizen, dann das Gargut erstmal rein, so wie ich es jetzt mache mit den Zwiebeln. Und dann werde ich ein kleines bisschen von dem Olivenöl über die Zwiebeln träufeln. So verhindere ich einfach, dass das Öl direkt den Topfboden letztendlich berührt und das dadurch einfach, genau. Ja. Genau, man merkt ja jetzt eben schon, wenn es heiß ist und muss nicht erst das Öl lang erhitzen. Genau, wir haben im Buch auch eine Tabelle mit den unterschiedlichen Rauchpunkten der unterschiedlichen Öle, was ganz interessant ist. Hier ist zwar die Literatur von Quelle zu Quelle ein bisschen unterschiedlich, aber man weiß im Schnitt, dass vor allem die mit den einfach ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel hier das Olivenöl, durchaus bis zu 190, 200 Grad selbst als extranatives Olivenöl erhitzbar ist. Und von daher kommen wir da gut hin. Was man hier sieht, ist jetzt nur nicht der Rauchpunkt des Öls, sondern der Wasserdampf von dem Gemüse. Wenn man, wir zeigen es auch im Kurs, wenn man Öl wirklich bis zum Rauchpunkt erhitzt, da wird das Öl zähflüssiger, es riecht unangenehm, das ist einfach nur Wasserdampf. Ja, war das das Video, wo du dann flüchtest, weil es so qualmt? Ja. Genau. Schau dir das an, das ist auf jeden Fall sehenswert. Genau, wir haben ja gerade, jetzt ist es her zum Zeitpunkt gerade 2 Wochen, wo wir in München waren, haben die Nutrition Masterclass gedreht. Das heißt, es gibt ja zu unserem Vegan-Klischee-Kochbuch auch einen begleitenden Online-Kurs, wo wir noch einmal nicht nur auf Kerninhalte aus dem Kochbuch und aus dem Ernährungsbuch eingehen, sondern auch noch eine ganze Reihe neuer Inhalte zeigen. Und du hast auch noch einige neue exklusive Rezepte gekocht und zeigst einfach auch Stück für Stück oder Schritt für Schritt, wie man die einzelnen Rezepte nachkochen kann. Ja, und das ist ja auch die Kochtechnik, auch, die den Zauber ausmacht dazwischen und den Unterschied auch ausmacht. Zwischen einem Essen, das okay ist, und einem Essen, das richtig lecker ist. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Bräune erzeugt. Gewürze kommen mit dazu. Das sind Paprika und Kurkuma und ein bisschen Kreuzkümmel und so fort. Den Spinat mit rein. Ich röste praktisch nur ganz kurz diese Gewürze an, weil es geschmacklich einfach viel interessanter wird. Man darf aber nicht zu lange, weil sonst verbrennt das Ganze auch. Und Paprika kann zum Beispiel bitter werden. Das macht auch keinen Spaß. Sind die Buletten in der Größe oder sollen die Größe sein? Ja, ich finde die super. So? Wichtig immer, wenn du mir eine mal kurz gibst, ist, dass der Rand, da versuche ich immer, dass der Rand relativ schön glatt ist. Das heißt, einfach nochmal so drehen, weil dann franzt es auch nicht aus. Aber die Größe finde ich perfekt. Kann man auch super auf dem Brot, auf dem Sandwich drauf machen. Das ist immer spitze. Großartig. Du hast gerade von dem Zauber gesprochen, den man in die Gerichte reinbringen kann. Auch hier das Thema Geschmacksrichtungen und die unterschiedlichen Texturen ja auch wichtig. Auch hierzu haben wir ein Video gemacht, was wir auch auf YouTube gestellt haben. Gerne auch hier das angucken, wo wir über das Zusammenspiel der unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, Texturen, Konsistenzen sprechen.
die im Endeffekt für einen großen Teil, wenn nicht sogar den überwiegenden Teil des Geschmacks im Essen zuständig ist. Ja, ich bin schon der Meinung, dass die Kochtechnik maßgeblich ist. Ja, und wenn man darauf achtet, dass diese 5+2 Geschmäcker einfach in jedem Essen vorhanden sind, und das ist das Geniale auch in diesem Baukastensystem oder Konzept, man muss sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken mehr darüber machen, weil es automatisch gegeben ist durch die verschiedenen Zubereitungen, die da einfach im Teller landen. Und dann hat man was Weiches, was Knuspriges oder man hat was Knackiges mit dabei. Genauso auch, dass eben alle Geschmäcker mit dabei sind. Ja, salzig, süß, sauer, scharf, bitter, Umami und das Fett, was ja auch offiziell dazu zählt. Heißer Anwärter ist auf jeden Fall für den offiziellen Geschmack, weil wir haben ja auch Fettrezeptoren, also wir können Fett wirklich schmecken, was auch evolutionär Sinn macht, dass wir unterscheiden konnten, ob jetzt ein Lebensmittel sehr viel oder wenig Energie hat. In Zeiten des Energiemangels war es nämlich wichtig, dass wir die energiereicheren zu uns nehmen. In der heutigen Zeit ist natürlich diese Vorliebe für sehr energiedichte Lebensmittel oft negativ und zu unserem eigenen Nachteil. So, was habe ich hier jetzt noch gemacht? Ich habe noch einen Ingwer fein geschnitten, den auch bitte gerne immer mit Schale verwenden, wenn es, also in dem Fall war es Bio, da kann man sowieso machen, ansonsten wirklich gut waschen und fein schneiden, kann man wunderbar mitessen. Dann haben wir noch einen guten Schuss Sojamilch mit rein, pürierte Tomaten, kann man auch frische Tomaten auf der Reibe reiben, geht ganz genauso, aber das macht halt nur im Sommer Sinn, wenn die auch lecker sind. Und ja, jetzt lassen wir das einfach 10 Minuten köcheln und dann schmecken wir es ab. Das war es eigentlich schon. Ganz simpel und einfach mal was anderes als dieser klassische Blattspinat, den man halt sonst kennt. Eine meiner Lieblingszubereitungen auf alle Fälle. Brauchst du einen Deckel dafür? Würde ich drauf machen sogar, ja, weil relativ wenig Flüssigkeit drin ist. Danke. Können wir auch ein bisschen runterdrehen. So, Buletten schauen traumhaft aus. Danke, ich gebe mein Bestes. Die braten wir dann gleich in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl an. Mhm. So, von weiteren Komponenten, jetzt haben wir ja schon den Part grünes Blattgemüse und Proteine. Da sieht man ja eh schon, hier steht Quinoa, hat Nico ja auch schon angesprochen, der braune. Oder rote. Heißt der oder das Quinoa? Gute Frage. Oder die Quinoa, ich höre alles. Also ja. Ich würde sagen der Quinoa, aber was immer man sich in Bayern wünscht. Auf alle Fälle, der Quinoa. Ja. Ich mag beide Sorten. Ja. Ich mag den dunklen als auch den hellen sehr, sehr gerne. Und das gilt heute in unserer Kombination als Basiskomponente. Basiskomponente bedeutet, dass wir einfach immer ein bisschen vorarbeiten. In dem Fall von Getreide oder auch von Hülsenfrüchten könnte man das wunderbar machen. Immer meine Empfehlung und auch unsere Empfehlung, da wöchentlich sich halt einmal hinzustellen und zu sagen, okay, ich koche jetzt ein Päckchen Quinoa. Den haben wir in ein bisschen Gemüsebrühe gekocht, dadurch schmeckt er einfach gleich auch so schon lecker. Ja? Und man kocht ein Päckchen Hülsenfrüchte, das kann man auch zusätzlich machen. Einweichen natürlich über Nacht, dann eben kochen. Und dann auskühlen lassen das Ganze und ab in den Kühlschrank. Und so habe ich einfach immer diese zwei wichtigen Komponenten, die einfach ein bisschen mehr Zeit benötigen, aber so mega wichtig sind für ein ausgewogenes Essen. Ich nehme es aus dem Kühlschrank und in dem Fall werden wir es nicht mal aufwärmen, wir werden es einfach mit in unseren Teller integrieren, weil wir haben einen heißen Spinat, wir haben heißes Gemüse, die Pflanzerl und so haben wir auch wieder was Kaltes, was Warmes, auch eine schöne Abwechslung drinnen. Genau, und natürlich kulinarisch macht es auf jeden Fall Sinn, Hülsenfrüchte selber zu kochen. Wenn aber mal alle Stricke reißen und man nichts bei der Hand hat und schnell essen möchte, könnte man auch rein ernährungsphysiologisch die Dosen- oder Glashülsenfrüchte nehmen. Die konservieren ihre Nährwerte tatsächlich wunderbar. Aber du hast es ja schon gesagt, texturtechnisch ist es deutlich besser, ja, die selber zu kochen. Klar. Also frisch gekochte Hülsenfrüchte, das ist schon ein riesen Step-up. Ich finde bei Kichererbsen finde ich den Unterschied nicht ganz so groß wie jetzt bei Kidneybohnen zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe auch immer Bohnen in der Dose zu Hause, weil natürlich, manchmal geht es halt aus oder man hat nicht dran gedacht und dann hat man was zur Verfügung. Und da gibt es ja auch sehr gute Marken und es gibt halt welche, die nicht so toll sind. Müsst ihr halt einfach eure finden, auf die ihr dann Lust habt letztendlich. So, als letzte Basis oder als weitere Basiskomponente jetzt auch in unserer Schüssel. Ich wiederhole es nochmal. Spinat als grünes Blattgemüse, die Pflanzerl als Proteinkomponente, Hülsenfrüchte, dann Basiskomponente Vollkorngetreide, unser Quinoa. Und dann haben wir hier als zweite Basiskomponente, das können wir auch schon mal hochdrehen, einfach gedämpftes Gemüse. Das ist eine meiner liebsten Zubereitungen für Gemüse, weil es so dermaßen einfach und schnell geht. Letztendlich, was haben wir hier drinnen? Karotten, bisschen lila Süßkartoffel, auch wunderbar, super schön. Dann haben wir Rübchen, das heißt weiße Beete und gelbe Beete und die da einfach in einen Topf, das ist hier so ein Dampfsieb,
und Wasser einmal aufkochen. Die haben ungefähr alle die gleiche Kochdauer, deswegen machen wir es zusammen mit rein. Man könnte jetzt auch, wenn man sagt, ich möchte Karotten und Brokkoli nehmen, dann macht man zuerst die Karotten rein und nach 4 Minuten kommt der Brokkoli einfach mit dazu, weil er schneller einfach gar ist. Man gart bis zum gewünschten Bisspunkt. Manche mögen es total weich, manche mögen es einfach sehr bissfest. Und dann kann man noch ein bisschen Sesam oder Gomasio drüber machen oder frische Kräuter drüber zupfen. Und es ist wirklich im Handumdrehen eine sehr hochwertige, leckere Beilage entstanden. Genau, und durch das Dämpfen auch eine sehr nährstoffschonende Zubereitungsweise. Grundsätzlich ist mit Ausnahme von Frittieren jede Zubereitungsweise für Gemüse adäquat. Aber dadurch, dass wir den direkten Wasserkontakt vermeiden beim Dämpfen, haben wir auch weniger Auslaugen von den wasserlöslichen Nährstoffen. Und von daher gedämpftes Gemüse sicherlich eine der gesündesten Zubereitungsweisen. Ein All-Time-Favorite, deswegen machen wir ihn jetzt auch zusammen, ist eine Apfelsalsa. Ich habe immer Äpfel zu Hause, super Obst. Und was ich mache, habt ihr hier vielleicht schon gesehen, einfach von der Seite mit einem scharfen Messer dünne Scheiben runterschneiden. Wenn ihr da nicht so geübt seid, dann nehmt einen Hobel und hobelt die dünn runter, das geht genauso. Und dann schneiden wir das einfach in Streifen, in Julien. Ihr könntet genauso auch Würfel natürlich schneiden, aber diese feinen Streifen, wie man hier sieht, machen auch beim Essen, wenn man es dann oben drauf macht als Topping, man kriegt ein bisschen Volumen, man kommt in die Höhe, es schaut schöner aus und es hat vom Mundgefühl her einfach auch viel interessanter zu essen. Und deswegen mache ich das auch so gerne, weil es so ein banaler Trick ist, um ein Essen besser zu machen. Stellt euch vor, ihr habt eine leckere Kürbissuppe, macht diese Apfelsalsa oben drauf, das schaut hübsch aus, es ist lecker, es funktioniert einfach. Ja, und es macht natürlich ernährungsphysiologisch auch Sinn. Wir haben ja einige sehr eisenreiche Lebensmittel. Wir haben den Quinoa und auch den Tempeh und beide haben viel Eisen. Und zum einen durch die Zwiebel, durch die schwefelhaltigen Substanzen hier drin im Zwiebel, aber auch durch die organische Säuren im Apfel unter anderem, kann das Eisen deutlich besser aufgenommen werden. Und von daher haben wir hier nicht nur geschmacklich, kulinarisch, sondern auch ernährungsphysiologisch einen Vorteil. Kann man die Pfanne schon heiß machen? Ja. Du bist ausgeschaltet. So. Wir verwenden im Buch ja einzig und allein Olivenöl. Es gibt auch noch andere Öle, die zum Braten geeignet wären. Letztendlich alle Öle, die einen starken Überschuss an Ölsäure, an Omega-9-Fettsäuren haben. Aber Olivenöl ist hier der klassische Vertreter, der vom Preis-Leistungs-Verhältnis her optimal ist, vom Geschmack zu den meisten Gerichten passt. Und deswegen haben wir uns für Olivenöl extra nativ entschieden. Das ist auch ein Mythos, dass man extra natives Olivenöl gar nicht erhitzen könnte. Haben auch ein ganzes eigenes Kapitel im Buch. Die sind bis zu 190, 200 Grad erhitzungsfähig und wir wollen eigentlich immer extra native Olivenöle sowohl zum Kochen als auch für die kalte Küche verwenden. Wie hast du es zum Rezept? Du hast das jeweils mit Esslöffeln abgemessen, das Öl. Wie viel gibst du für die? Ja, im Prinzip, dass wir einen leichten Film drinnen haben, das ist so das Minimum und in dem Fall auch die Pfanne halt nicht sofort komplett hoch erhitzen, sondern auf mittlere Hitze dann die Pflanze halt rein. Und es ist nur wichtig, dass wir letztendlich einen ganz, also kochtechnisch einen ganz dünnen Film auf jeden von diesen Tempeh-Buletten drauf haben. So, ich mache hier schon weiter mit der Salsa. Letztendlich Apfel ist in Julien geschnitten. Dann mache ich jetzt Petersilie mit dazu, fein geschnitten. Im Rezept habt ihr Koriander, aber auch da. Und das ist ja im Buch auch bei fast jedem Rezept sind Abwandlungsmöglichkeiten dabei, bei uns im Online-Kurs ganz genauso auch, weil aus meiner Sicht geht es beim Kochen genau darum. Ja? So ein Rezept soll immer nur eine Idee liefern und dann liegt es an mir selber zu Hause, dass ich da Flexibilität reinbringe und einfach Sachen verändere. Ihr könnt da genauso auch Tofu dafür verwenden, würde genauso funktionieren mit den restlichen Zutaten. Und hier kann ich eine Birne verwenden oder eine Mango, geht auch ganz genauso. Ja? Und schon hat man aus einem Basisgerüst von Rezepten so eine unglaubliche Vielzahl an mehr Rezepten auf Lager und dann macht es einfach Spaß auch in der Küche. Genau. Man soll ja auch mit dem arbeiten, was man zu Hause hat und wir müssen extra für alles neu einkaufen gehen. Und wie du sagst, man kann ja viel auch untereinander austauschen. Ist auch ein saisonales Thema natürlich, ja, weil kaufe ich saisonal ein. Also aus meiner Sicht sind die Produkte einfach besser meistens, wenn die Wege von Anlieferung nicht ganz so groß sind. Und es ist aber auch günstiger, das muss man auch mal einfach sehen. Ja? Ja. So, hier kommt noch Zitrone mit dazu. Ihr könntet, wenn ihr keine Lust habt, an der Pfanne zu stehen jetzt bei den Buletten, bestreicht sie mit ganz wenig Öl, wie gesagt, das ein ganz kleiner Film ist und packt sie einfach in den Ofen, 180 Grad, dann hat man auch von der Temperatur vom Rauchpunkt her da keine Probleme. Mhm. Einfach aufs Blech schön ausbacken von beiden Seiten und dann passt es. Ich bin auf jeden Fall super, die werden sehr schön.
Genau, und wir sprechen auch am Ende dann drüber. Wir haben jetzt ja gerichtet mit 5 Komponenten gemacht. Das wäre die Deluxe-Variante, die Variante, die sowohl kulinarisch als auch ernährungsphysiologisch alles abdeckt. Wir haben im Buch aber auch die Möglichkeit gegeben, dass man 3er Komponenten in das Baukastensystem einbringt. Das heißt, man reduziert von 5 auf 3 Komponenten. Ist kulinarisch, wenn es gut zusammenpassende Komponenten sind, auch spannend. Ernährungsphysiologisch zumindest auf jeden Fall in Ordnung. Und das heißt, wir zeigen sowohl die 3er als auch die 5er Kombi mit diesen Komponenten. Man hat es auch gesehen, wir verwenden in den Gerichten zum einen insgesamt etwas weniger Salz. Oft verwenden wir auch Salzalternativen wie Miso oder wie Sojasauce, wie jetzt hier bei den Buletten, weil zum einen ein Übermaß an Salz gesundheitlich abträglich sein kann für den Blutdruck, für das Risiko für Magenkrebs und Lebensmittel wie Miso noch darüber hinaus auch gesundheitliche Vorteile bieten für diese und weitere Erkrankungen. Deswegen haben wir versucht, niemals auf Geschmack zu verzichten. Du hast ja die Rezepte trotzdem so ausbalanciert, dass sie geschmacklich rund sind, aber eben mit den bestmöglichsten Alternativen für Salz, für Zucker. Wir verwenden gar keinen weißen Zucker, sondern haben meistens die Dattelpaste oder Dattelzucker oder Trockenfrüchte. Also die Idee vom Buch war schon von Anfang an zu sagen, keine Kompromisse beim Geschmack, aber auf jeden Fall hochwertige und möglichst vollwertige Lebensmittel für Salz, für Zucker, für... Haben wir irgendwas, wo Weißmehl drin ist? Auch nicht wirklich, gell? Das ist eigentlich alles sehr vollwertig, viel intakte Getreide und weiteres. Hast du gut gemacht? Ja, das war für mich auch auf jeden Fall eine Herausforderung, auch spannend, weil ich sage es ganz offen, also gastronomisch am einfachsten, um Gäste glücklich zu machen, ist, nimm viel Öl, nimm Salz, nimm Zucker her, das funktioniert, das macht jeder da draußen so. Meine Küche war da eh schon sehr reduziert und trotzdem wurde es jetzt durch das Buch auch noch weiter reduziert und man muss keine, ja, hast du gemerkt, gell? Kleines Kompliment war da drin. Und man muss einfach keine Kompromisse eingehen, ne? Gerade für die Alltagsküche. Man kann immer Ausnahmen machen, das ist eh klar, aber es geht um die alltägliche Küche, die einem ja das geben soll, damit wir schön gesund und fröhlich durch den Alltag laufen. Genau, das ist auch wichtig, was man auch immer sagen, das zeigt auch die Ernährungswissenschaft ganz klar, es gibt per se ja keine gesunden und ungesunden Lebensmittel. Das ist auch ein Tipp in unseren 10 Tipps für gesunde Ernährung, sondern es gibt in erster Linie gesunde und ungesunde Ernährungsweisen. Weil was wir hin und wieder essen, Geburtstag, Weihnachten, Neujahr, ist sekundär. Was wichtig und entscheidend ist, ist, was essen wir die anderen 362 Tage im Jahr? Frühstück, Mittag und Abendessen. Und ja, im Buch haben wir sowohl für Frühstück, als auch für Mittag, als auch für Abendessen jede Menge gesunde Varianten vorbereitet. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Sesam drauf, das ist auch nicht im Rezept. Aber auch da wieder Sesam, Pinienkerne, was auch immer ihr habt. Wobei Sesam und Kürbiskerne an sich ja da ganz weit vorne sind. Und man sieht bei den Tabellen, die sind ganz weit vorne beim Eisen, beim Zink, beim Kalzium. Das sind einfach sehr, sehr nährstoffreiche Lebensmittel. Und es schaut auch schön aus. Ne? Und es schaut auch schön aus, wenn schwarzer Sesam ist. Die Tempelboletten sind auch schon so gut wie fertig, würde ich sagen. Das sieht auch gut aus. Ich denke, Gemüse passt auch. Das können wir auch ausstellen. Ich mag das Gemüse ganz gerne, wenn es noch immer ein bisschen Biss hat. Ich mag das so zerkocht nicht. Aber ich weiß, du magst Karotten sehr gerne, wenn sie ein bisschen weicher sind, oder? Nur kulinarisch. Magst du die weicher schon, aber eben kulinarisch ja. Aber meistens dämpft es jetzt auch nicht zu lange einfach für die Nährstoffe. Genau. Mittelding. So, was wir hier jetzt noch machen, das ist optional. Ich mag das immer ganz gerne, wenn es noch cremiger ist. Ich mache einfach ein bisschen Mandelmus nochmal mit dazu. Gute Idee. Gute Idee. Wir haben es ja auch gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, die Daten geben das auch her, man sollte wirklich Nüsse und Samen zum täglichen Bestandteil seiner Ernährung machen. Deswegen sind sie auch in den 5 Hauptlebensmittelgruppen drin. Mindestens 30, gerne auch 40, 50, 60 Gramm Nüsse und Samen pro Tag zeigen hier die besten Ergebnisse. Und ein netter Nebeneffekt ist, es schmeckt auch einfach sehr lecker. Ja, das ist lecker. Wir verwenden relativ wenig isolierte Öle. Wir haben im Buch ja auch ein Ölkapitel. Öle sind jetzt nicht per se der Teufel, aber wenn wir die Wahl haben, und hier haben wir die auf jeden Fall, zwischen vollwertigen Fettträgern und isolierten Fetten, nehmen wir gerne zum großen Teil auch die vollwertigen, fetthaltigen Lebensmittel. Einfach weil sie nährstoffreicher sind. So, ja wunderbar. Dann würde ich sagen, Richten wir mal was an. Sehr gerne. Jetzt als erstes mal die 5er-Kombination, damit ihr so diese Basis da seht. So, dann starten wir einfach mal mit dem Spinat, weil der ist ein bisschen flüssiger. Und der bringt auch so ein bisschen dieses Soßige da mit rein. Jetzt in dem Fall, ich schaue eigentlich immer, wenn ich mir die Komponenten auswähle, dass ich irgendwas Flüssigeres, Soßigeres auch habe. Ja, sei es jetzt als Topping, so die mega geniale Joghurtsoße zum Beispiel. Oder wir haben ja auch ein geschnetzeltes mit Tempeh und grünem Pfeffer. Das könnte auch so ein bisschen das Soßige mit reinbringen. Also, genau. Dann machen wir hier mal weiter. Wie gesagt, der ist jetzt einfach so direkt gekocht mit Brühe. Nichts passiert sonst dran. Oh, magst du ein paar? Brauchst du einen Löffel oder? Geht's. Geht's, so, danke. Opa, ist ein bisschen warm. So.
Bei den Karotten, ich schaue immer, dass ich Karotten am Bund kaufe. Erstens finde ich es optisch total genial, wenn das Grüne noch ein bisschen dabei ist. Mir schmeckt das auch ganz gut, ein bisschen was Herbes mit rein. Man muss halt bloß gut ausputzen, weil da sich gerne der Sand so ein bisschen drin versteckt. Ja. Zum Abschluss die Buletten. Genau. Ja, können wir auf jeden Fall 3 drauf machen, würde ich sagen, von der Portion. So. Und das Topping. Das Topping, einfach schön in die Mitte, ein bisschen nach oben ziehen. So. Und wenn man nicht ganz so viel dazu gesprochen hätte, wäre das sehr schnell gegangen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ein super Essen, da ist alles dabei, was man braucht. Und selbst wenn man nicht so viel Küchenerfahrung hat mit ein bisschen Vorbereitung, wenn jetzt das Getreide gekocht ist und das Gemüse schnell gedämpft wird, kann man das locker auf jeden Fall unter 30 Minuten zubereiten. Das ist, finde ich, immer so diese kritische Grenze. Drüber darf es nicht gehen im Alltag. Ja. Auch von der Menge her muss man jetzt auch sagen, da sind gute 2, sehr, sehr gute 2 Portionen bis 3 Portionen rausgekommen. Wenn man jetzt 4 oder 5 macht, wird es auch nicht mehr so viel länger dauern, also schöne Möglichkeit eigentlich. Genau, plus das alles kann man ja auch am nächsten Tag noch essen. Natürlich nährstoffreicher ist Essen, wenn es möglichst frisch zubereitet ist, aber am Folgetag spricht da gar nichts dagegen. Und das Schöne ist ja bei den Gerichten, du berichtest schon die 3 an. Perfekt. Genau, ich parallel einfach. Wir haben uns da, wie gesagt, eine ganze Reihe dabei gedacht. Wir haben im Buch auch ein Kapitel bei den 10 Tipps, wo wir sagen, es kommt nicht auf die Makronährstoffauswahl, sondern auf die Lebensmittelauswahl an. Dass wir jetzt nicht hergehen und sagen, wir wollen Low-Fat oder High-Fat oder Low-Carb oder High-Carb kochen, sondern wir wollen gucken, dass wir die 5 Hauptlebensmittelgruppen reinkriegen. Die werden das Makronährstoffverhältnis bestimmen und auch die Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen. Wir haben, egal wie viel Protein wir jetzt genau in der Portion haben, durch die Hülsenfrüchte genügend von der essentiellen Aminosäure Lysin, die kritisch sein kann. Durch den Tempeh, durch den Quinoa, durch das Gemüse, unabhängig der Kohlenhydrate, genug Ballaststoffe drin und wir haben genügend hochwertige Fette drin, damit die fettlöslichen Komponenten, wie die fettlöslichen Vitamine, wie das K1 aus dem dunkelgrünen Blattgemüse, aber auch die anderen fettlöslichen Bestandteile, wie die sekundären Pflanzenstoffe, optimal aufgenommen werden können und insgesamt ein rundum nährstoffreiches Gericht kreiert. Und selbst eben, wenn es einmal ganz schnell gehen muss, wenn man nicht alle Komponenten hat, wie Basti schon zeigt, kann man das auch mit 3 Komponenten wunderbar machen. Wobei man so Sachen wie das Topping ja auch gut vorbereiten kann. Das ist ja auch schnell erledigt. Ja. Und wenn wir jetzt da Topping drauf machen, wird es noch besser. Aber es ist natürlich einfach die Frage von der Zeit. Mhm. Und der Gedanke dabei ist, dass man halt trotzdem ein schönes Essen auf dem Tisch hat, das satt macht, das gesund ist und das auch Spaß macht beim Essen vor allem auch. So ist es. Denn das Ziel ist es ja, dass wir nicht nur leckere Küche haben, sondern gleichzeitig auch gesunde Küche. Aber wenn man eben von gesunder Küche spricht, dass die auch lecker schmeckt. Und wenn man das beides kombinieren kann, ich finde, dann ist man in der Königsklasse angekommen. Definitiv, und ich denke, wir bewegen uns dahin. Super, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat schon Lust auf mehr gemacht. Mehr Rezepte, mehr Informationen rund um das Thema Ernährung gibt es in unserem gemeinsamen Kochbuch, Vegan Klischee, das Kochbuch. Ich freue mich jetzt aufs Essen und freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video sehen.